Leute, willkommen zu diesem Video, denn heute spielen wir nach gefühlt 2 Jahren mal wieder New CP. Ja, es hat sich spontan ergeben, Cadence ist gerade mit am Start und erklärt uns, wie das neue Hollywood-Event abläuft. Ja, ihr habt richtig gehört, diese Woche brandaktuell läuft momentan auf dem New CP-Server ein Hollywood-Event. Das heißt also, wenn ihr mitmachen wollt, solltet ihr das garantiert schleunigst tun, denn wir sind heute mit unserem Pinguin mit am Start und brauchen nicht nur ein neues Outfit, sondern werden uns alles rund um dieses Event ansehen. Ja, ich dachte mir, bevor ich jetzt bald ein paar Real-Life-Videos rausbringe, weil ich momentan noch an denen arbeite, es ist so viel los gerade, da wollte ich einfach mal noch ein Let's Play dazwischen schieben und da eignet sich nichts besser als dieses neue Hollywood-Event hier auf CP. Ja, das ist mein Pinguin, Lila, Hashtag Purple Army ist wieder mit am Start. Wir brauchen ein neues Outfit für die Awards-Feier. Denn heute gibt es sehr viele berühmte und populäre Eindrücke. Und jetzt, wo wir unser neues Outfit haben, möchte ich euch einfach in UCP 2024 mitnehmen. Ja, hier könnt ihr so viel machen. Ihr könnt Minispiele spielen, die Map erkunden, euren Pinguin und euer Igloo ganz nach Belieben gestalten und so vieles mehr. Und bevor wir jetzt irgendwas großartig machen, schauen wir uns erstmal die Veränderungen auf der Map an. Ja, es gibt ein paar neue Orte. Nicht jeder Ort wurde aktualisiert, aber es gibt sehr viele Orte, die ein neues Theme erhalten haben, passend zum Event. Genauso wie der Shop. Und der Shop ist richtig cool. Wir haben einen neuen Avatar Catalog und wir haben hier sogar ein Abzeichen. Ja, das ist ein sehr, sehr cooler Shop, Leute. Und ich bin ein sehr, 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 sehr großer Fan von diesem Hollywood-Event. Also der neue Catalog ist richtig cool. Wir haben hier wieder versteckte Items. Das heißt also, wenn ihr shoppen wollt, solltet ihr hier ein Auge drauf werfen und euch ein bisschen Zeit nehmen für, denn das ist einfach sehr, sehr cool gemacht. Also eine perfekte Umsetzung. Wir spielen, by the way, auch das neue CP. Das heißt also, das ist jetzt nicht das alte CP, was ihr von damals kanntet, sondern tatsächlich so die neuere Version, bevor das ganze Shutdown war. Das heißt also, dass dieses New CP einfach so gut umgesetzt wurde. Also dieses Event ist einfach nur genial. Wir haben hier diese neuen Sachen, die passen einfach 1A zu der Award-Feier, zu den Quests einfach super gut. Wir haben jetzt hier auch noch den Disco Room, der wurde jetzt nicht geändert zum Event, aber wir haben dieses richtig coole Café und es ist im American Style. Wir haben einfach diese coole, lässige, smooth Musik und ich mag einfach sehr die Atmosphäre. Also wenn man viele Leute kennt und einfach hier auf CP was machen will, oder es gibt auch viele, die machen Videos nebenbei, dann ist das einfach ein Riesenspaß. Also ich freue mich auf dieses Event. Ich mag diesen neuen Raum, sehr schön gemacht. Aber nicht nur die Räume sind toll gemacht, sondern auch für Pläser, Leute. In gefühlt jedem Spiel gibt es eine Pläser, egal ob MSP, CP oder auch manche Roblox. Überall gibt es eine Pläser und diese Pläser hier ist einfach passend zum neuen Event aktualisiert worden. Die sehen einfach mega cool aus. Sie haben hier wieder diese ganzen neuen Items und die Effekte, die Sounds. Das ist einfach so cool gemacht. Und nicht nur das, sondern wir haben hier auch neue Questbook, Leute. Das heißt also, wenn ihr das Questbook habt, dann könnt ihr einfach easy alle Aufgaben damit erfüllen. Und wir haben zum krönenden Abschluss vom The Pleasure natürlich auch die Limousine. Die hat sogar ein eigenes Thema. Wir haben hier Musik. Also ich finde das einfach ultra lustig. Dass es einfach ein Spiel gibt, wo man auf alles geachtet hat. Also ich glaube einfach für die Jüngeren ist das einfach ein richtig tolles Feeling, dass man da einfach so vieles machen kann. Also beispielsweise hier eine Limousine, die fährt durch verschiedene Stationen. Also so viel ich weiß, geht es jetzt hier in die Stadt und in The Plaza und wahrscheinlich auch noch in ein paar anderen Orten. Also sehr, sehr coole Idee. Richtig toller Zusatz. Und so viel ich weiß, gab es die auch damals, als ich CP gespielt hatte, als ich noch klein war. Bin mir aber gerade nicht sicher. Falls du das weißt, schreib es gerne in die Kommentare, weil ich finde es cool, wie viele neue Features die hinzugefügt haben. Aber das ist schon mal so ein grober Einblick zu dem Hollywood-Event. Das waren jetzt so die wichtigsten Dinge. Wir kommen jetzt einfach gleich zu der ersten Questaufgabe. Ja, heute ist der 17. Mai und diese Quest geht jetzt über 3 oder 4 Tage. Und wir haben tatsächlich die erste Stage, nämlich die Highschool-Stage. Und die besteht aus 3 Szenen und wir müssen überall posieren oder Emotes machen, damit wir
einfach den Film vervollständigen können. Das ist eine sehr, sehr coole Quest. Also mir macht es riesen Spaß. Und ja, ich finde, das ist einfach total süß gemacht. Also einfach jeder hat Lust drauf. Man sieht einfach, dass die Community sehr gehypt ist. Und dieses Thema ist einfach so gut umgesetzt. Hier haben wir sogar noch einen neuen Buddy. Das ist ja voll süß. Also Leute, ich finde das einfach toll. Viele Items, auch wenn nicht jedes, haben zusätzliche Funktionen. Wir können hier mit unseren Freunden watscheln. Wir können Animationen ausführen. Wir sind jetzt beispielsweise im Non-Chat-Server. Das ist eigentlich ganz gut für Videos und so. Dann lag das nicht so rum. Und ich finde das einfach mega cool, wie man sich hier so leicht und auch so gut neue Freunde machen kann. Und natürlich haben wir auch noch den neuen Sportplatz, Leute. Ja, also was ich vor allem mag, ist die Musik. Also die Atmosphäre, die Musik, alles ist so schön aufeinander abgestimmt. Das Spiel gefällt mir einfach sehr. Und ich bin jetzt nicht so oft hier, aber es macht einfach Riesenspaß. Also ich freue mich einfach immer auf diese Monthly Events. Und das hier ist wirklich so ein Event, was ich sehr, sehr cool finde. Wer shoppen will, braucht natürlich auch Geld. Das ist auch der Grund, weshalb ihr hier, falls ihr auf dem Bau landet, dann natürlich auch viele Coins machen könnt. Das heißt also, falls einige vergessen haben, wie man CP spielt, ich habe es jetzt vor so vielen Jahren gespielt. Der einfachste Weg, sich Coins anzuschaffen, ist einfach, indem man auf den Bau geht, sich dann einfach die passenden Items zu anschafft. Das kann man auch hier in der Mine machen. Und dann muss man nichts weiter tun, außer nur die Dance Animation, damit man da einfach ein bisschen Coins macht. Natürlich könnt ihr auch Minispiele spielen und so, aber das ist einfach viel zeitaufwendiger. Und ich finde, dass diese Carrier-Emotes einfach sehr gut geeignet sind, um zügig, schnell und problemlos Geld zu machen. Das Coole ist, jeder ist Member in dem Game. Das heißt also, es ist nicht mehr wie damals so, dass man bestimmte Funktionen freischalten oder freikaufen muss, sondern das ist einfach ein Spiel, wo man schon alles hat und dann einfach Spaß haben kann. Und wir haben natürlich auch noch weitere neue Bereiche bekommen. Ja, wer jetzt fleißig gewartet hat die Tage, falls ihr das am Ende spielt, habt ihr wahrscheinlich alle Stages schon frei. Da könnt ihr natürlich jetzt auch noch zu den nächsten. Das ist in unserem Fall jetzt die Space Station. Da müssen wir jetzt nicht mehr wieder vorposieren, sondern Emotes ausführen, um Preise zu bekommen. Und es ist einfach so cool gemacht. Wir kriegen kostenlose Kostüme, neues Equipment. Es gibt sogar noch zwei Kategorien, Actor oder Regisseur. Das heißt also, dass ihr da auch wieder hin und her switchen könnt und verschiedene Items freischalten könnt. Es gibt auch oftmals Community-Events. Also das hier ist so ein Teil-Community-Event, sag ich mal, wo ihr dann einfach, falls ihr neue Leute trefft, die dann einfach mit Schneebällen abwerfen könnt und dann einfach gleichzeitig Punkte macht, die euch angerechnet werden bei dem neuen Event. Die ganze Werbung und das Drum und Dran, sondern auch die Awards-Feier, denn heute ist es soweit. Ich habe jetzt schon 3 Tage lang gewartet und ich freue mich einfach sehr, denn jetzt ist der große Moment gekommen, wo die Gewinner gekürt werden. Das Coole ist, es gibt einfach bei fast jeder Aktion hier in dem Spiel neue Gratis-Items und das finde ich einfach so, so cool. Und wir haben einen Award gewonnen! Ja! Das ist einfach so cool. Ja, wir haben ein neues Outfit. Wir haben zig neue Outfits, dank dem neuen Event. Und wir haben jetzt auch noch einen Pokal gewonnen. Ja, Leute, es ist ein so tolles Thema. Es ist so gut umgesetzt. Und ich finde, das Spiel, ob groß oder alt, man ist nie zu alt für seine Kindheitserinnerungen. Deswegen sage ich nur, kommt schnell in die Puschen und legt euch einen Account an hier auf NewCP, wenn ihr diese Woche noch Lust habt, dieses Event zu spielen. Was haltet ihr von NewCP? Es war mal was anderes. Ich wollte jetzt einen ganz kurzen Overview zu dem neuen Hollywood-Event machen. Und ich finde, es ist ein sehr gelungenes Event. Also es gibt verschiedene Events. Ansonsten müsst ihr einfach nur nach New Club Penguin suchen und schon findet ihr das Spiel frei zum Download. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Überblick zu dem neuen Hollywood-Event gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.